Hallo Gartenbaufreunde! Hier im Video geht es um die letzte Bambusgattung, die ich euch erstmal vorstelle, um Bambusa. Eine ganz seltsame Gattung, relativ unterschiedlich. Da gibt es Arten von 1 Meter maximale Höhe bis 20 Meter maximale Höhe. Es ist halt das letzte Video in dieser ganzen Reihe. Danach geht es mit anderen Themen weiter. Es geht wie immer los nach dem Intro! Lol. Einige Arten der Gattung Bambusa sind auch für den Topf geeignet. Die bleiben dann relativ kompakt. Es gibt aber definitiv Arten, die sehr groß werden und die als Solitärpflanze bei euch im Garten verwendet werden sollten. Sie sind alle so ein bisschen frostanfällig in der Jugend. Deswegen sollten sie gerade im Herbst die Bambusa-Arten mit Laub, Reisig oder Styropor abgedeckt werden oder auch richtig eingepackt werden, zumindest halt die Basis unten. Auch mit so Folien kann man das machen. Als Solitär schön geeignet, wirklich eindrucksvolle Pflanzen, recht groß werdend, recht breit werdend, wenn man halt einen großen Garten hat, muss man dazu sagen. Die Bambusa-Arten brauchen auf jeden Fall bei euch im Garten einen geschützten Standort, wo halt nicht der Wind durchpfeift und wo auch keine Kahlfröste stattfinden. Bambusa-Arten werden auf jeden Fall kommerziell angebaut, in Anführungszeichen, um Möbel draus zu bauen. Sie haben pachymorphe Rhizome, das heißt ganz kurze Rhizome. Die Pflanze wirkt dadurch halt schon irgendwo horstig, aber sie bildet halt trotzdem diese Rhizome, ganz kurze Rhizome, und am Ende des Rhizoms bildet sie halt neuen Bambusstamm. Deswegen solltet ihr auf jeden Fall trotzdem eine Rhizomsperre verwenden. Das andere ist halt, sie bilden schon eindrucksvolle Bambusstangen mit Knoten, wo halt dann eigentlich dünnere Ästchen rauskommen, und dadurch wirkt die Pflanze eher so baumartig bzw. auch palmenartig, und dazu kommen wir dann nachher gleich. Ich habe euch natürlich wieder 3 Bambusa-Arten rausgesucht. Fangen wir mit Bambusa vulgaris an. Ein wahnsinnig eindrucksvolle Pflanze, zwischen 10 und 20 Meter maximal hoch und zwischen 4 und 10 Zentimeter im Durchmesser sind diese Bambusstangen. Richtig groß, richtig eindrucksvoll. Gibt es auch, und so blöd wie sich das anhört, auch als Zimmerpflanze, als Zimmerbambu oder Zimmerbambus, dann eben das Bambusrohr abgeschnitten und dann halt eben kommen diese Ästchen raus, und dadurch wirkt das Ding insgesamt so palmenartig. Bambusa vulgaris ist aber nur bis minus 3 Grad wirklich unempfindlich, darunter braucht es halt sehr starken Schutz, oder man muss es halt, wenn man sie als Zimmerbambus hat, eben dann halt irgendwo überwintern. Im Garten kann man Bambusa vulgaris auch verwenden, so als Bambushain, da braucht es aber wirklich einen geschützten und auch milden Standort, denn bei minus 10 Grad kann es schon sein, dass diese Bambusart geschädigt wird. Die zweite Bambusa-Art, die ich euch herausgesucht habe, ist Bambusa Old Hami. Auch eine sehr große Bambusa-Art, zwischen 6 und 12 Meter maximal hoch. Und die Bambusstangen werden zwischen 3 und 9 cm im Durchmesser. Ist bis minus 7 Grad winterhart und wird vor allem auch zur Bambussprossen- und Bambusschosserproduktion angebaut, unter Glas, auch in Deutschland. Gerade bei warmen Temperaturen im Sommer passiert das Wachstum sehr, sehr schnell. Die Bambussprossen sollen irgendwo knusprig schmecken und sollen sehr, sehr süßlich sein. Kann aber auch bei euch im Garten so als Solitärpflanze eingesetzt werden. Und wenn man das weiß, dass diese Bambussprossen auch gut schmecken, dann könnte man ja auch aus diesem pachymorphen Rhizom, wenn die Dinger rauskommen, 1, 2 so stechen wie zum Beispiel Spargel. Kann man machen. Die dritte Bambusa-Art, die ich euch rausgesucht habe, ist Bambusa tulduidis. Auch eine eindrucksvolle, wirklich wunderschöne Bambusa-Art, zwischen 6 und 10 Meter hoch maximal. Die Bambusstangen haben einen Durchmesser zwischen 3 und 5 cm, also relativ dünn.
bis minus 5 Grad winterhart und ist eigentlich wunderschön anzuschauen. Ist auch was für ein Kübel, wie man jetzt hier so sehen kann. Ganz interessante Stangen, so elliptisch-eiförmige Stangen, die quasi die Bereiche zwischen den Knoten schön anzuschauen. Ist auch was für den Garten als Solitärpflanze. Irgendwo in eine geschützte Eckreihe, wo es jetzt nicht durchpfeift und auch nicht absolut exponiert ist die Lage. Vielleicht irgendwo an einem Gewässer, wo auch die Luftfeuchtigkeit höher ist und dadurch auch ein bisschen Wärme gespeichert wird durchs Wasser. Kann man ganz gut machen, finde ich sehr attraktiv. Ist als Zimmerpflanze bzw. Kübelpflanze auch gut geeignet. Kann man so mitnehmen. Diese Stangen sind halt wirklich, wirklich schön. Jo! Und das war mein letztes Video über Bambusse. Hat es euch gefallen, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Habt ihr Themenvorschläge? Schreibt sie doch in die Kommentare. Würde mich freuen, ich gehe da immer drauf ein und vielleicht kommt sogar in einem der nächsten Videos dran. Okay, das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einfach eine schöne Zeit. Wir sehen uns mittwochs zu Tisch. Da packe ich die Tüte von Sugarfari weiter aus. Schaut rein. Wir sehen uns also. Macht es gut. Tschaußen.